dieser Geschichte geht es um die Frage, wieso Tatjana Kaluginas Tochter Marina in der Schweiz ihr Glück suchte und nahe Basel den Tod fand. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Marina wirklich weg ist. Sie ist immer in meinem Herzen. Ich rede täglich mit meiner Tochter. Ich frage sie Dinge und erzähle ihr von meinem Tag. Und ich bitte Gott, dass er zu meiner Marina schaut. Die Agglomeration der ukrainischen Hauptstadt Kiew konnte es noch nicht gewesen sein. Marina Kalugina wollte mehr. Die besten Noten und die schönsten Kleider haben, das wollte sie als Kind. Mehr als eine Vertreterin für Nahrungszusätze sein und mehr als 100 Franken im Monat verdienen, das wollte sie als Erwachsene. Kurzum, sie wollte weg von hier. Marina Kalugina hatte Träume und während sie darauf wartete, dass diese in Erfüllung gingen, passierte ihr das Leben. Ein Leben, das immer weniger das war, was sie lebte, sondern das, was ihre Mutter und sie sich vorstellten. Marina duschte hier nur. Alles andere machte sie im Wohnzimmer vor dem großen Spiegel. Ihr Aussehen war ihr sehr wichtig. Sie hatte zum Beispiel wunderschöne Haare. Es gefiel mir, ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich zurechtmachte. Wie sie sich frisierte, wie sie sich schminkte und wie sie verschiedene Kleider anprobierte. Das war wie ein Fest für mich. Ich liebte diese Momente. Mit einem solchen Papier kam Marina Kalugina 2005 nach Hause. Das sei ein Vertrag, sagte sie ihrer Mutter. Sie gehe in die Schweiz als Artistin. Für 2303 Franken im Monat, in der Ukraine ein Jahreslohn. Was erzählte Marina nach ihrer Rückkehr über ihre Zeit in der Schweiz? Sie sagte, sie liebe die Schweiz sehr. Schauen Sie, ich zeige Ihnen was. Dieses Bild hat sie mir aus der Schweiz mitgebracht. Das ist meine Marina. So viel Schönheit wie in der Schweiz habe sie noch nirgendwo gesehen, sagte sie. Immer wenn die Mutter wissen wollte, was eine Artistin eigentlich genau macht, wurde die Tochter wütend und es gab Streit, bis die Mutter irgendwann nicht mehr fragte. Tatjana Kalugina hatte ein schweres Leben. Ihr Mann lief ihr davon, als Marina 14 war. Unterhalt erhielt sie nie. Erst als ihre Tochter begann, in die Schweiz zu reisen, konnte die Familie anfangen, sich mehr als das Nötigste zu leisten. Plötzlich war sogar Geld da, um eine kleine Eigentumswohnung anzuzahlen. Endlich ein Silberstreif am Horizont. Bis eines Morgens ein Polizist vor der Tür stand und sagte, ihre Tochter sei tot. Mehr wisse er auch nicht. Auf Wiedersehen. Was meiner Tochter passiert ist, war weder Zufall noch Schicksal und auch nicht Gottes Wille. Gott wollte sicher nicht, dass meine Marina stirbt. Ein Mensch wollte ihren Tod. Ein Mensch, der nicht viel überlegte. Obwohl er selber 4 Kinder hat, dachte er keinen Moment daran, dass meine Tochter auch eine Familie hat. Dass sie eine Mutter hat, die um sie weinen wird. Sie fragen, was das in meinen Augen war? Das war Mord.
Nicht mehr und nicht weniger. Einfach Mord. Fünf Autostunden östlich von Kiew liegt Sumy, eine ärmliche Stadt nahe der Grenze zu Russland. Von hier kommen viele ukrainische Kabaretttänzerinnen. So auch Elena Kotschkarova, Marina Kaluginas beste Freundin. Die beiden waren wie jährlich 2000 andere Frauen aus Nicht-EU-Ländern mit einer sogenannten L-Bewilligung in die Schweiz eingereist. Dort teilten Elena und Marina sich eine Wohnung und sie fanden schnell heraus, dass sie viel gemeinsam hatten. Zum Beispiel ihr unbeirrtes Streben nach Glück. Ich sehe mich nicht in dieser Stadt. Ich habe Englisch studiert, aber ich kann hier keine Arbeit finden, die meiner Ausbildung entspricht. Und wenn ich doch eine Stelle fände, würde ich sehr wenig verdienen. Damit könnte ich meinem Kind keine Perspektive bieten im Leben. In dieser Stadt gibt es keine Zukunft für uns. Das ist sicher. Wenn Elena Kotschkarova in der Ukraine ist, holt sie ihren Sohn Nikita von der Schule ab. Nikita ist 8 Jahre alt. Seinen Vater hat er das letzte Mal gesehen, als er noch ein Kleinkind war. Seither fehlt jede Spur von ihm, Unterhalt hat er nie gezahlt. Trotzdem hat es Nikita bisher nie an etwas gefehlt. Elena Kotschkarova ist eine strenge Mutter. Nikita soll etwas aus den Chancen machen, die ihm seine Mutter so hart erarbeitet. Er soll lernen, dass nichts selbstverständlich ist im Leben. Nikita soll es zum Beispiel schätzen, dass sich die Familie im Gegensatz zu vielen anderen jeden Tag Fleisch leisten kann. Elena Kotschkarova will weg aus der Ukraine, genau wie damals ihre Freundin Marina Kalugina, am liebsten in die Schweiz. Mit einem Stipendium an einer Hotelfachschule studieren, eine Stelle finden und Nikita dann nachholen, das ist Kotschkarovas großer Traum. Als Mutter will ich das Beste für meinen Sohn. Er ist das Wichtigste für mich. Am liebsten wäre es mir, wenn er in einem anderen Land aufwachsen könnte. Denn er soll später irgendwo leben, wo er die Chance hat, das zu werden, was er will. Ich werde alles tun, um ihm das zu ermöglichen. Es sind kurze Momente des Glücks. Denn wenn das Geld knapp wird, muss Elena Kotschkarova wieder ein paar Monate weg von zu Hause. Seine Mutter will nur das Beste für ihn, das versteht Nikita. Und trotzdem leidet er, wenn sie ins Ausland geht und er bei seiner Oma ist. Ich bin sehr traurig, wenn Mama wegfliegt. Dann geht es mir schlecht. Dann bin ich den ganzen Tag traurig. Ich will nicht, dass sie ohne mich weggeht. Im August 2008 war es Marina Kalugina, die weg musste. Am Abend vor dem Abflug in die Schweiz sahen sie und Elena Kotschkarova sich zum letzten Mal. Marina Kalugina hatte ihre Eigentumswohnung fast abbezahlt. Noch 35.000 Franken fehlten, dann gehörte die Immobilie ihr.
Als Marina in der Schweiz war, war sie unzufrieden. Ich erinnere mich an unseren letzten Kontakt, kurz bevor das alles passierte. Sie schrieb mir, sie habe das alles satt, sie wolle ihr Leben ändern. Sie könne nicht so weitermachen. Das war eine recht lange SMS-Korrespondenz. Normalerweise wechselten wir nur ein paar Worte, ohne viele Fragen. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Fertig. Aber an jenem Abend fühlte ich, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Sie war sehr nachdenklich. Das war eine Woche, bevor sich Marina Kaluginas Mörder nachts um 4 auf den Weg machte. Murat K. kaufte unterwegs einen Kanister und füllte ihn mit 10 Litern Benzin. Damit und mit der Absicht zu töten, fuhr er zum Cabaret Moulin Rouge in Augst im Kanton Basel-Landschaft und legte Feuer. Dass er Marina Kalugina in jener Nacht ermordete, war Zufall. Sie kannte Murat K. nicht und er sie auch nicht. Eigentlich hatte er es auf jemand anderes abgesehen. Den Einkauf im Supermarkt kann sich Tatjana Kalugina eigentlich nicht leisten. Sie arbeitet bei der lokalen Verwaltung und verdient 120 Franken im Monat. Das muss für 2 Personen reichen. Für sie und ihren 17-jährigen Sohn, den sie in 2. Ehe hatte. Auch jener Mann ist ihr davongelaufen. Auch er zahlte bis heute nie Unterhalt. Und trotzdem muss jeden Tag etwas zu essen auf den Tisch. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich kaufe sehr sparsam ein, immer nur in kleinen Mengen. Im Sommer pflanze ich Gemüse und konserviere es für den Winter. Aber gewisse Dinge muss ich trotzdem hier einkaufen. Ich drehe jede Münze 2-mal um, bevor ich sie ausgebe, aber mein Portemonnaie ist Ende Monat immer leer. Tatjana Kalugina musste nach dem Tod ihrer Tochter irgendwie weiter funktionieren, obwohl sie die vergangenen Jahre wie in einem Nebel erlebte. Wie und warum ihre Tochter ums Leben kam, wusste sie all die Jahre nicht. Der Fall ist nicht nur eine Tragödie, sondern auch eine Verkettung von Kommunikationspannen. Das gipfelte darin, dass vom Flughafen eines Tages ein Anruf kam. Es hieß, es sei ein Paket für die Familie gekommen, mehr wisse man auch nicht. Es war die Urne. Tatjana Kaluginas Leben gab einzig der Sohn noch Sinn und Struktur, mit banalen Dingen wie dem Abendbrot, das sie jeden Tag für ihn zubereitet. Alexander war 12, als seine Halbschwester starb. Um den Verlust zu verarbeiten, hat er angefangen, Lieder zu schreiben. In meinen Texten geht es darum, was ich jeden Tag in den Straßen meiner Stadt erlebe, was ich für Gefühle hatte in den letzten 4 Jahren. Alles, was geschehen ist, was ich für Sorgen hatte. Ich schreibe über alles, was mit mir passiert. Ich schaue zum Beispiel aus dem Fenster und sehe die Blätter fallen und erinnere mich daran, wie ich mit meiner Schwester spazierte als Kind. Dann überkommen mich Gefühle und ich setze mich hin und schreibe darüber. Alexander macht eine Lehre als Automechaniker, obwohl ihn dieser Beruf überhaupt nicht interessiert. In der Schule haben sie herausgefunden, dass er hochbegabt sei, aber für ein Studium fehlt der Mutter das Geld. Natürlich hatte ich andere Träume für mein Leben als Automechaniker zu werden.
Aber die Ukraine ist kein Land für Träume. Lange wird Alexander seine Abende nicht mehr zusammen mit der Mutter verbringen. Irgendwann wird er ausziehen und seine Mutter wird alleine zurückbleiben. Wenn mein Sohn beschließt, selber eine Familie zu gründen, heißt das nicht, dass ich ihn verliere. Ich habe mich auch darauf gefreut, dass Marina eines Tages eine eigene Familie haben und weggehen würde. Denn eine Mutter kann nur dann glücklich sein, wenn ihre Kinder auch glücklich sind. Elena Kotschkarova will ihrem Sohn Nikita zeigen, wo sie aufgewachsen ist. Ihre elterliche Wohnung wurde inzwischen zu einer Studenten-WG umfunktioniert. In Elena Kotschkarovas einstigem Kinderzimmer machen heute zwei angehende Ökonomen ihre Hausaufgaben. Natürlich wollte ich wie jedes Mädchen einen Prinzen auf einem weißen Pferd treffen und irgendwann in einem Schloss leben und viele Kinder haben. Was man als Mädchen ebenso träumt. Mittlerweile ist Elena Kotschkarova 30 Jahre alt und ihre Träume aus Kindertagen sind ihr irgendwo unterwegs abhanden gekommen. Dass du irgendwann eine Wohnung kaufen kannst, wenn du dein Geld auf anständige Art und Weise verdienen willst, kannst du gleich vergessen. Wir leben in einem Land von Haien. Du bist selber ein Hai und frisst kleinere Fische. Oder du wirst gefressen. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Rache, Hass und Eifersucht trieben Murat K. in jener Nacht Richtung Augst. Genau 3 Monate zuvor war seine Beziehung mit der Besitzerin des Kabarets Moulin Rouge in die Brüche gegangen. Nun hatte er nur noch einen Wunsch, sie und alles, was mit ihr zu tun hatte, zu zerstören. Am Tag nach der Tat wurde Murat K. festgenommen und erfuhr, dass er 3 ihm völlig unbekannte Tänzerinnen auf dem Gewissen hatte. Eine Marokkanerin, eine Russin und die Ukrainerin Marina Kalugina. Seine Ex-Geliebte war den Flammen entkommen. Murat K. wurde wegen 3-fachen Mordes zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. All das haben Marina Kaluginas Angehörige erst jetzt, 4 Jahre nach der Tat, von uns erfahren. Auch dass der Tatort Kanton, der Kanton Basel-Landschaft, anbietet, ihnen eine Genugtuung zu zahlen, erfährt die Familie von uns. Die ukrainische Botschaft in der Schweiz sagt, sie habe den entsprechenden Brief weitergeleitet. Bei Tatjana Kalugina und ihrem Sohn ist er allerdings nie angekommen. Was der Kanton Basel-Landschaft anbietet, wäre für die Familie ein Vermögen, immerhin 35.000 Franken. Die Familie hofft nun auf die Unterstützung der Schweizer Vertretung in Kiew. Denn das Vertrauen in die ukrainischen Behörden haben Tatjana Kalugina und ihr Sohn Alexander mittlerweile vollständig verloren. Und weil Marina Kalugina in der Schweiz starb, möchten Sie den Schweizer Botschafter bitten, Ihnen dabei zu helfen, zu Ihrem Recht zu kommen. Ich möchte sehr gerne anhören, was Sie mir sagen möchten. Mit der Genugtuung von zufälligerweise genau 35.000 Franken könnte die Familie ihre Hypothek bei der Bank abzahlen und wäre endlich die quälende Angst los, dass sie ihre bescheidene Eigentumswohnung bald verlieren könnten, erzählt Tatjana Kalugina.
Er sei eigentlich nur für die Interessen von Schweizer Bürgern in der Ukraine zuständig, sagt der Botschafter. Darum tue es ihm leid, aber er müsse sie zurückverweisen an die ukrainischen Behörden. Frau Kalugina muss sich als hiesige Außenministerium wenden, und das haben wir auch besprochen miteinander. Was ich aber angeboten habe, ist, dass wir von der Botschaft aus auch die Behörden sensibilisieren für den Fall. Dass ich jetzt noch in den nächsten Tagen eine Note schreibe als Außenministerium und sie informiere über den Fall, über den Kontakt, den ich hatte und wo ich sozusagen wie etwas wie eine Begleitmaßnahme ergreife. Er stehe der Familie fortan für alle Fragen zur Verfügung, versichert uns der Botschafter. Und er werde alles tun, damit dieses Formular bis Ende 2013 ausgefüllt und beglaubigt sei. Andernfalls verfällt der Anspruch auf die Genugtuung nämlich. Ich danke euch dafür, dass ihr dieses Treffen möglich gemacht habt. Ich danke dem Schweizer Botschafter. Er war sehr mitfühlend. Ich glaube ihm, dass er mir wirklich helfen wird, obwohl er eigentlich gar nicht zuständig ist. Dafür bin ich ihm und der Schweiz sehr dankbar. Die Schweiz ist ein gutes Land und ich freue mich, dass meine Tochter die Chance hatte, die Schweiz zu sehen und dort zu leben. Dass mir dieses Land jetzt helfen will, dafür danke ich allen von Herzen. Der Schweizer Botschafter hat sein Versprechen gehalten. Die Abwicklung der Formalitäten ist dank ihm angelaufen. Die Familie wird ihre Genugtuung aller Voraussicht nach schon bald erhalten.